Das ist die aus den Menschenrechten gehobene Staatsstruktur. Und das kann man ganz systematisch machen. Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ja? So, Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Deswegen muss es ein demokratischer Staat sein. Wenn der Staat anders ist, ist das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit eingeschränkt. Ja? Würde des Menschen ist unantastbar, ist Artikel 1. Deswegen muss es ein sozialer Bundesstaat sein, sonst ist die Würde des Menschen nicht geschützt. So in der Art, so geht das alles, Staatsgewalt geht vom Volk aus, hat genau mit der Demokratie zu tun. Das ist also ganz systematisch aus den Grundrechten gehoben. Und die beiden Artikel zusammen machen das Grundgesetz aus, Artikel 1 und Artikel 20. Alle anderen sind wandelbar und die beiden nicht, das sind die wichtigsten Artikel. Und den zweiten wichtigsten Artikel haben sie hier nicht hergestellt. Das ist wie Maria nackt ohne Kleider im Vatikan zu malen oder sowas. Ne? Weil da fehlt das. Grundrechte ohne einen Staat sind ein leeres Versprechen. Ja, denn diese nackt, die haben kein Zuhause. Genau. Das ist das Problem. Was ist deine Hoffnung oder Ahnung, was durch die Aktion ausgelöst wird? Insgesamt ist die Aktion eine Aktion der Volksbildung. Dass man ein Gefühl dafür bekommt, dass das Grundgesetz nicht nur aus den Menschenrechten besteht, sondern auch aus einer Staatsstruktur. Und dass man auch beginnt, auf diese Staatsstruktur zu schauen. Sie ist nämlich im Verfall begriffen, und zwar massiv. Hier das Besondere an diesem Kunstwerk von Dani Karavan ist, dass hier tatsächlich nur die Menschenrechte stehen und nicht die Staatsstruktur mit erwähnt ist, die in Artikel 20 steht. Und wir haben ihn extra so gestellt, damit er als Konsequenz der 19 erscheint. Nicht einfach nicht so gestellt, dass es weitergeht, sondern dass da ein innerer Raum zwischen Menschenrechten und dem Artikel besteht. Zum Geburtstag des Grundgesetzes, der war ja am 23.05. Haben wir ihn hier hingestellt. Da wurde uns gesagt, das dürfen wir nicht, weil dann die Feuerwehr und Krankenwagen hier nicht mehr durchkommen, wenn es nötig wäre. Und jetzt ist die Begründung, dass man keine Grünflächen zerstören darf. Da gibt es schon mehrere Begründungen. Ja. Dürfen wir das fotografieren? Ja, aber gerne. Das ist aber nett. Wir wollen halt darauf hinweisen, dass es an dieser Staatsstruktur auch hängt. Das Grundgesetz hat beide Säulen, Menschenrechte und Staatsstruktur. Artikel 1 und Artikel 20 haben denselben Rang im Grundgesetz. Und das Interessante ist, Artikel 1 und Artikel 20 haben im Sinne des Grundgesetzes Ewigkeitsgültigkeit. Es gibt einen Artikel 79, der den beiden die Ewigkeitsgültigkeit, also die sind unveränderlich. Das ist der Hammer. Und jetzt das hier hinzustellen, ohne den Artikel 20, in einen repräsentativen Bereich des Bundestages selber, ist, ich will mal sagen, es hat eine kleine Schwäche. Ja, und ich möchte die Schwäche genau sagen. Grundrechte oder Menschenrechte ohne einen Staat, der aus ihnen gehoben ist und sie schützt, sind ein leeres Versprechen. Ja, und ein Staat ohne Grundrechte ist eine Diktatur. Ne, deswegen, die gehören unbedingt zusammen. Dass es hier fehlt, ist ein Symptom für die reale Entwicklung, dass eigentlich das Grundgesetz immer mehr an Bedeutung verliert und ganz andere Mächte übernehmen. Und unser Bild ist, wenn die Politiker sich nicht genügend drum kümmern ums Grundgesetz, ergreifen wir Bürger es und stellen es selber auf. Und das haben wir hier gemacht. Das ist ein Bild für eine Aktion, die danach kommt, die sehr viel wichtiger ist, die jetzt schon auf der Seite unsere-verfassung.de zu sehen ist. Das ist aus Buche. Buche hat eine geistige Wirkung. Wenn ich vor einer Buche stehe, fühle ich mich geerdet. Wenn ich ein Stück Buche in die Hand nehme, fühle ich mich auch geerdet. Wenn ich einen großen Gedanken im Kopf habe und dann will ich ihn auf den Boden bringen, schreibe ich ein Buch. Die Germanen haben Hölzer geworfen, Buchenstäbe, und aus dem, was dann war, die Weissagungen oder ihre Götter gelesen. Das Werfen ist das Staben und daher kommt das Wort Buchstabe. Wenn ich Urlaub habe und ich weiß nicht, was ich tun soll oder will, ne, dann bin ich unruhig und dann buche ich den Urlaub. Ab dem Moment läuft mein gesamtes Leben so oder richte ich alles so ein, wie es der Buchung entspricht. Das ist der Punkt. Wir haben hiermit das Grundgesetz gebucht. Deswegen ist das aus Buche. Wenn die das zerstören, kommt das gleiche Ding aus Eiche hierher. Und wenn die es dann nochmal zerstören, dann kommt das Gleiche aus
Granit. Dann ist der Spaß vorbei. Ne? Also so, nur dass man sich das vorstellen kann. Ne? Ja, so, das ist eigentlich der Weg dieser Geschichte und es ist auf länger gedacht und soll immer größere Kreise der Empörung dann auch ziehen.